Ja, dass ich heute hier sein darf, das freut mich sehr für Sie. Für mich ist es ein bisschen beschämend. Sie haben ja gehört, ich bin aus Österreich. Das muss man gar nicht dazu sagen. Man hört es ja sofort an meinem Rassismus. Aber ja, na, demnach ist das natürlich, das gehört sich eigentlich nicht so. Also der anständige Österreicher, der tritt nicht in Deutschland auf. Der bleibt eher zu Hause im eigenen Land und genießt all das, was uns Gott gegeben und der Vertrag von Versailles gelassen hat. Das ist nicht viel, ja. Wir waren der höchste Adelsstand. Heute Bahnhofsklo vom Abendland. Aber es ist nicht weiter schlimm, uns genügt das. Ja, also der anständige Österreicher, der fährt nicht nach Thailand, um sein ABC der Hepatitis wieder aufzufrischen. Nein, 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 der fährt auch nicht nach Afrika, zum Neger schauen und betrachtet dort keine exotischen Wildtiere, einzig um sich zu fragen, wie schmeckt das wohl paniert? Ja. Also ich mache das nicht, ja. Ich bin wirklich anständig, ich bleibe im Sommer zu Hause, mache Urlaub im eigenen Land und fahre raus nach Ungarn. Ja, ist auch schön, so ein bisschen Heimatliebe. Aber sie reisen ja trotzdem weiter, die anderen, diese Globetrotteln, ja, weil sie immer sagen, ja, auf Reisen, da kann ich die Seele baumeln lassen. Ich bin da vielleicht ein bisschen altmodisch, doch wenn ich die Seele baumeln lassen will, dann gehe ich auf den Dachboden und suche mir den stärksten Querbalken aus. Ja, sehr beliebt in dem Dorf, wo ich herkomme. Ich schwöre Ihnen, da gab es Dachböden, da haben die Menschen schon so ein richtiges Windspiel formiert. Es klang sehr anmutig, wenn der Föhn durch sie hindurchfuhr. Aber ja, na, auch ich bin gereist. Ja, ich war längere Zeit in Frankreich, in Paris, um dort Germanistik zu studieren, weil Germanistik hierzulande war mir nicht peinlich genug. Nein, ich wollte dort als sprachliches Wunderkind gelten und habe mich als Polin ausgegeben. Man kam mir aber dahinter, ja, und hat mir dann schon vorgeworfen, du machst es dir aber sehr einfach. Und letztlich wurde ich mehr gemobbt als der Jude in BWL. Ja, aber es war dennoch eine schöne Zeit. Ich meine, der Franzose und der Österreicher, wir haben sehr viel gemeinsam, allein kulinarisch. Die Franzosen haben ihre Patisserien, wir haben die Wiener Kaffeehäuser. Nur dazwischen prangt Deutschland wie ein konditoristischer Krater der Ignoranz. ja, mit ihrer Brotikone, dem Pumpernickel. Eine Teigmischung aus Roggen, Schrot und alten Lenin-Denkmälern. Ich meine, seien Sie mir nicht böse, aber angesichts Ihrer steinharten Backwaren ist mir nicht klar, wie Sie den Krieg haben verlieren können. Ja, auch dort bin ich irgendwann weg und bin hierher in Ihr schönes Land und habe mich anfangs gesorgt, wie wird das funktionieren mit meiner Integration? Wie werden Sie, die Deutschen, mich aufnehmen? Aber Sie merken es bestimmt schon an dieser lodernden Flamme in Ihrem Inneren. Die Deutschen lieben mich. Ja, mich, die grantige, herumschreiende, an Kunstschulen abgelehnte Österreicherin. Sie lernen nicht dazu. Das ist, ja, das historisches Alzheimer, ich weiß es nicht. Aber manchmal beschämt mich das, weil sie gehen ja nicht mit allen Ausländern so gut um. Also sie schon, ja, ich spreche von diesen desorientierten Rechten. Ich meine, hier spielt man ja immer vor derselben links-linken Brut. Oder etwa nicht. Na gut, dann machen wir die Gegenprobe. Könnte bitte jeder, der rechtsextrem ist, kurz den rechten Arm heben? Ich urteile nicht, ich zähle nur durch, ja? Na? Na, sehen Sie, wir warten knietief im eigenen Ejakulat. Ist nicht schlimm. Auch mit Ihnen ist es lustig, ja? Aber um diese anderen Menschen zu ärgern, habe ich mich mit dem Feind verbündet hier. Und der materialisiert sich für diese Form der Deutschen ja in der Figur des Muslimen. Und deswegen bin ich nach Berlin gezogen, in diesem Bezirk namens Neukölln. Ist Ihnen ein Begriff, oder? Hat keinen besonders guten Ruf, aber mir gefällt es dort, denn dort sind wir Ausländer unter uns. Ja? Da gibt es kein deutsches Watschengesicht, das sich in unser Ghetto traut. Nein, 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 nein. In dem Wohnblock, wo ich bin, da sind ausschließlich die radikalsten Muslime. Und das passt super. Ich eine von den Ösis, Sie alle von ISIS. Rennt, ja. Keine Terroristen. Sind sie nicht mehr, das habe ich ihnen nämlich ausgetrieben. Ich habe einfach mit jedem einzelnen dieser Herren geschlafen und behauptet, Jungfrau zu sein. Und mich dann so schrecklich ungeschickt angestellt, dass ihnen alle Lust auf 72 weitere meiner Sorte vergangen ist. Ja. Das ist Terrorprävention. Ja. Die Burschen haben irrsinnige Angst, in den Himmel zu kommen. So die depperten Weiber rauf, na sicher nicht. Ja. Nein, und es funktioniert wunderbar. Man kann ja so viel von anderen Kulturen lernen. Was ich denen beibringen konnte, das ist der Führerkult. Das kennen die nicht so. Das ist alles ein bisschen desperat organisiert. Und deswegen leite ich jetzt ISIS in Berlin. Ja, nach einem erfolgreichen Wahlkampf unter dem Slogan I put the Aria in Scharia. Ja, na und seither bemühe ich mich um Völkerfreundschaft.
Ich weiß, das ist schwierig, vor allem wenn zwei verschiedene Religionen aufeinander prallen. Ja? Wir im Christentum, wir haben ganz andere Feiertage und so viele. Wir haben Christi, Himmelfahrt, Maria, Himmelfahrt, wieso fahren die nicht zusammen? Niemand kennt sich aus. Aber das muss ja nicht jeder isoliert in seinem Eck feiern. Ich habe das jetzt so verschmolzen und wir feiern jetzt immer Scharia, Himmelfahrt und Allah, Heiligen. Da ist für jeden was dabei. Ja? Aber ich merke, Sie sind skeptisch. Ja? An dieser Stelle sagen dann Leute immer, nein, nein, die Eck hat beschönigt da was. Ich will nichts beschönigen. Auch bei uns gibt es Streitereien. Unser erster großer Streit entbrannte des Kellers wegen. Wir müssen uns alle ein Kellerabteil teilen. Und das ist natürlich kulturell wahnsinnig schwierig. Weil ich typisch österreichisch, was will ich machen? Na klar, ich will die Kinder runtersperren. Ja, Sie wollen unten Bomben bauen. Na, da war der Ballerwachs spannend. Gell? Aber wir sind ja erwachsene Menschen. Wir schlagen uns nicht die Schädeln ein, sondern setzen uns zusammen, diskutieren das aus. Und jetzt bauen meine Kinder ihre Bomben und es funktioniert super. Dankeschön. Lisa Eckert!